So, hallo und schönen Dienstag, ihr Lieben, Miss Sophie Part 2. Wir haben heute was Spezielles für euch, hat was mit Handstand zu tun, wird aber für euch alle umsetzbar sein. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir legen los. Einmal auf den Boden legen, flach. Ihr müsst euch hier nicht solche lustigen weißen Linien dahin kleben. Und zwar beginnen wir mit einmal hochdrücken. Genau. So. Und dann versucht ihr hinten an der Wand mit den Füßen hoch zu klettern. Miss Sophie macht das hier exzellent bis an die Wand ran. Wer das schafft, kann das gerne so tun, dass wirklich der Bauch hier die Wand berührt. Du hast auch schon wieder vorkommen. Wer nicht, der macht halt einfach nur 1-2 Tippelbewegungen nach hinten, so wie ihr euch wohlfühlt. Genau, so. Und noch Variante, wir wollten noch eine Variante zeigen. Achso, die Tippelvariante, ja. Genau, so. Also erstmal müsst ihr die Hände nicht so weit vorne haben beim Hochdrücken zwangsläufig. Wer das schafft, kann das tun. Wer nicht, der kann die Hände auf Brusthöhe machen. Ist ein bisschen leichter. Genau, und jetzt hochdrücken. So, und jetzt zeigst du einfach mal, wie es aussieht, wenn du halt nicht so nah an der Wand rangehst. Nur so 2-3 Armbewegungen. Ja, und dann, wer dann sagt, okay, jetzt ist hier für mich Schluss, der tippelt wieder nach vorne. Füße runter und wieder hinlegen. Davon macht ihr einfach so viele, wie ihr euch wohl dabei fühlt und wie die für euch noch gut ausführbar sind von der Form her. Und da danach kommen sogenannte Lateral Jumps. Das sieht folgendermaßen aus. Ihr springt, stellt euch eine imaginäre Linie vor, ja, ihr müsst die da nicht unbedingt hinmachen, und springt einfach von rechts nach links. Davon könnt ihr 30 bis 50 Stück machen. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Handstand. Feuer frei, bis morgen.